Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute schon mal eine spannende Aktie an, und zwar geht es um die Vulcan Energy Resources. Eine Aktie, die momentan, denke ich, den meisten bekannt sein dürfte. Allerdings auch noch ein Unternehmen, das mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal 645,2 Millionen Euro relativ klein ist. Diese Woche endet mit einem fantastischen Tag mit 3,84%, was natürlich sagenhaft ist. Insgesamt eine Woche mit 8%, das deshalb so cool ist, weil ging es erstmal teilweise unter 2% runter, nur um dann am Ende mit über 8% im Plus die Anleger zu beglücken. Im Monat auch da sagenhaft gelaufen, 14,99%. Das ist natürlich fabelhaft, und wie bei den meisten Unternehmen, die eben bestimmte Metalle wie zum Beispiel Lithium, naja, sich damit befassen, ob es jetzt eine Exploration ist, also ob es jetzt die, ja, das Ernten des Metalles, um es mal unschlampig auszudrücken, oder ob es jetzt eben die Suche nach unterschiedlichsten Metallen ist. Das ist momentan einfach in der Börse der Renner. Ja, bei Lithium geht es eben darum, um Akkumulatoren, Batterien etc., um E-Mobilität. Die Facette dieser, ja, Anwendbarkeit ist so groß, dass dementsprechend der Bedarf unvorstellbar groß ist und die Abtragung dieser, ja, Metalle, sprich Lithium als Beispiel, gigantisch ist. Ja, wenn man dann eben eine Stelle gefunden hat, wo es das gibt, sprich, wo man dann sagt, ey, hier sind große Lithiumvorhaben, dann Jackpot Baby, dann kann das Ganze steigen. Das letzte Jahr, es gab immer wieder mal große Momente, 33% ging es hoch, teilweise dann aber ein Minus bis zu 33%, dann ging es wieder hoch, 20%, Stand jetzt geht es wieder runter. Man hat das Gefühl, es könnte jetzt wieder ein unfassbarer Anstieg geben. Bis, naja, sagen wir mal 50% oder vielleicht sogar 100%. Alles ist denkbar. Alles kann, nichts muss. Wichtig ist, dass du verstehst, dieses Video hat jetzt weniger den Sinn, dich genauestens darauf vorzubereiten. Was ist Vulcan Energy? Was kann es und so weiter? Mir geht es darum, du kennst jetzt die Aktie, du hast die Möglichkeit, dich da genauestens zu informieren. Ich kann nur sagen, es ist eine sehr volatile Aktie. Wenn du da dran bist, jetzt seit 2021, hast du da auch gut Patte mitmachen können. Es hat angefangen von ja, gerade mal 1,50 € rum. Und dann hättest du dich natürlich gut bereichern können, zwischenzeitlich, wie gesagt, fast bei 10 €. Aber man muss natürlich sagen, da bitte nur reingehen mit Geld, wo du bereit bist, völlig zu verlieren, denn es ist echt gefährlich. Und so kleine Unternehmen, die sind launisch, wenn da Großaktionäre rausspringen, da wirklich nur rein, was du bereit bist zu verlieren. Aber mach dich durchaus auch gefasst darauf, dass du da richtig fett abgreifen kannst, denn die Analysten werden hier allesamt einer Meinung sein, oder sind allesamt einer Meinung. Diese Aktie ist maßlos unterbewertet. Aber auch hier ist Unsicherheit, denn woher weißt du, wer die Analysten sind und wie die auf ihre Zahlen kommen? Alles ziemlich intransparent. Die Financials Release ist am 7. März ein wichtiges Datum, wo du dir unbedingt merken solltest, weil davor wird es sicherlich nochmal erfahrungsgemäß volatil werden. Das heißt, da gibt es hoch und runter. Da kannst du, denke ich, schön mal vorher mit viel Bewegung rechnen. Ja, das soll es gewesen sein. Vulcan Energy, definitiv was was Wichtiges, wo ich dir mit an die Hand geben kann. Lies dich mal ein und komm auch gerne in die Telegram-Gruppe, die unten verlinkt ist, wenn dich solche Aktien interessieren. Da bist du bestens beraten mit anderen Gleichgesinnten.